Hallo Leute der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Der Räuber Hotzenplotz. Altbekannt, aber für alle die, die ihn nicht so kennen, sage ich doch mal kurz, worum es geht. Es geht um die Großmutter, gespielt von Hedy Kriegeskotte. Die kennt man zum Beispiel aus Sarah Kaur, Geister der Vergangenheit. Sie sitzt gemütlich auf einer Bank mit ihrer neuen Kaffeemühle, die ihre Lieblingsmelodie spielt. Aber da schleicht sich jemand ganz Übles an ihr an. Und zwar der Räuber Hotzenplotz. Gespielt von Nikolas, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, ich versuch's einfach mal. Ofzarek, den man zum Beispiel aus Nightlife kennt. Dieser schleicht sich bei der Großmutter an und fordert die Kaffeemühle. Die Großmutter möchte die Kaffeemühle zwar nicht gerne herausgeben, aber da der Räuber Hotzenplotz sie mit seiner Waffe bedroht, gibt sie ihm natürlich her. Dann sagt der Räuber Hotzenplotz, sie soll bis 999 zählen. Dann darf sie um Hilfe rufen. Dann ist der Räuber Hotzenplotz natürlich über alle Berge. Also fängt sie an zu zählen und dann ruft sie um Hilfe und fällt in Ohnmacht. Was aber ihre Enkel mitbekommen, der Seppel, gespielt vom Benedikt Jenke, den man aus All My Loving kennt, und den Kasperl, der wird gespielt von Hans Marquardt, über den habe ich so bisher noch nichts gefunden. Diese laufen natürlich sofort zur Großmutter hin, wecken sie auf und unterwegs treffen sie auch den Wachmeister Dimpfelmoser. Der wird gespielt von Olli Dietrich. Ja, die Großmutter erzählt natürlich, was passiert ist. Der Wachmeister Dimpfelmoser nimmt natürlich alles auf. Aber der Kasper und der Seppel möchten das gerne nicht der Polizei überlassen, sondern versuchen den Räuber Hotzenplotz eine Falle zu stellen. Ja, also was ich sagen muss zu dem Film, der Film ist super lustig. Also ich habe jetzt mal so als Referenz, habe ich jetzt mal das Hörspiel aus dem Jahr 2008, war das glaube ich, mal dazu genommen. Das war jetzt so das Aktuellste, was ich jetzt gefunden hatte. Und ich muss sagen, der Film ist echt gut, aber an manchen Stellen gefällt mir das Hörspiel schon wieder ein bisschen besser. Also da muss man abwägen. Also positiv ist auf jeden Fall zu sagen, die Kostüme sind super. Also das passt sowas von 100%. So stelle ich mir das vor, wenn ich das Hörbuch höre, das Hörspiel höre. So stelle ich mir die Kostüme vor. Schauspielerisch ist das gut bis sehr gut gemacht. Es gibt so zwei, drei kleine Kritikpunkte, da komme ich später nochmal drauf zu. Aber ansonsten, der Räuber Hotzenplotz ist wirklich in seiner Rolle. Ey, das passt sowas von genial. Ich fand den super. Von der Mimik, von der Gestik, von der Art, wie er gesprochen hat. Genauso habe ich mir den Räuber Hotzenplotz immer vorgestellt. Und auch der Wachmeister Dimpelmoser gefiel mir super. Genauso wie die anderen Charaktere. Echt. Also super zusammengestellte Truppe, muss ich sagen. Auch die Drehorte. Leute, sehr gut gemacht. Also Respekt, muss ich sagen. Wirklich Respekt. Also was ihr euch da für Drehorte gesucht habt. Auch so eine altmodische Stadt, wo man die ganzen Außenaufnahmen gemacht hat. Und auch das Schloss, was da drin vorkommt, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da habt ihr wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Aber auch von der Tricktechnik muss ich sagen, wow. Echt gut gemacht, ey. Also ich fand ja schon bei Huibu und das Hexenschloss, fand ich ja schon die Tricktechnik ja schon recht gut. Grüße gehen raus an Sebastian Niemann. Da war die Tricktechnik ja schon gut. Und genauso gute Qualität war die auch dort. Also ich muss langsam sagen, die deutsch-europäischen Filme
fangen an, was Tricktechnik angeht, immer besser zu werden. Also Respekt an die Leute, die dafür zuständig waren. Und ich muss sagen, der Film machte super viel Spaß. Aber es gibt auch so zwei, drei kleine Kritikpunkte. Und zwar, wenn ich jetzt das Hörspiel mit dazu als Referenz jetzt nehme, da fand ich jetzt, sage ich jetzt mal, den Seppel, ja, der hätte noch ein bisschen dümmlicher gespielt werden können. Der war schon gut. Auf jeden Fall so gute Leistung, wie der Schauspieler das gemacht hat. Aber hätte noch ein Stück dümmlicher sein können. Und der Kasperl, na, da gefiel mir die Stimme von dem Hörspiel einfach noch ein bisschen besser. Also da habe ich mir, das gefiel mir besser vom Hörspiel her. Also so ein bisschen so ein Mix aus beiden, aus dem Hörspiel und aus den Filmen. Das wäre der perfekte Mix gewesen. Aber trotzdem, alles in allem, sehr gute Unterhaltung. Also ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich habe mich teilweise weggeschrien vor Lachen. Also echt genial. Also der Film kriegt eine ganz klare Anguckempfehlung von mir. Und zwar gebe ich den Film, ja, solide 4 von 5 Totenköpfen. Weil der Film genau so ist, wie ich ihn mir vorstelle, abzüglich der kleinen Kritikpunkte, was aber Klagen auf absolut hohem Niveau ist. Ja, genau so stelle ich mir den Räuber Hotzenplotz vor. Und vielleicht kommt ja noch ein Film mit derselben Besetzung, was ich mir sehr wünschen würde. Abonniert und liked meinen Kanal und ich würde sagen, bis demnächst.